guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist 6 Uhr in der Früh. Ich warte auf mein Pickup von einem Taxi, denn heute geht's weiter auf die Insel Koh Lipe. Ich bin unterwegs mit Ivan, dem spanischen Reisekumpel, und sein Traum war es, seitdem er das mal im TV gesehen hat, diese Insel zu besuchen. Ich dachte, es ist eine gute Möglichkeit, mitzukommen. Die Insel soll nämlich nicht so touristisch sein und liegt ungefähr 400 Kilometer weit entfernt von Krabi, wo wir jetzt sind, Krabi Aonang. Wir werden jetzt mit einem Taxi oder Minibus zu irgendeinem Pier gefahren und dann geht es mit dem Speedboot Richtung Koh Lipe. Ihr dürft dabei sein, seid gespannt, ich bin es auch. Und ich denke, wir sehen uns dann im Taxi oder Bus. Achso, was es noch zu erwähnen gibt. Hier 7-Eleven, der Supermarkt, der nie schläft. Ich glaube, 24 Stunden offen. Ah, jetzt ist noch mein... Aha. Thank you so much. Mein Toast ist fertig. Ein bisschen Reis probieren. Der Supermarkt, der nie schläft, ich glaube, der hat 24/7 offen. Es gibt da immer was zum Kaufen. Und eigentlich geht jeder einmal am Tag da rein, der hier ist. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, fahren wir 4 Stunden mit diesem Minibus auf dem Festland runter Richtung Süden. Und dann das letzte Stück ist dann mit einem Speedboot. Also nicht runter hier zu dem Pier. Und dann der Großteil mit dem Speedboot, sondern wir fahren jetzt erstmal 4 Stunden mit dem Minibus. Und vielleicht kriege ich dann noch ein bisschen Schlaf. Und wenn ihr euch fragt, warum ich diese Daunenjacke anhabe, ist, weil die Klimaanlage auf gefühlte 18 Grad eingestellt ist und es jedes Mal einen Schnupfen bringt, wenn man da in kurzen Sachen drin sitzt. An einer Raststätte und haben jetzt erstmal 20 Minuten Pipi-Pause bekommen, bevor es dann weitergeht. Und ja, schlafen war bis jetzt ein bisschen schwierig in dem Ding. Alles ziemlich bumpy, also ziemlich am Rumhüpfen ist das Mini-Büssle. Und naja, so ist es halt, wenn man reisen tut. Mein Frühstück sieht dann so aus: einen guten Proteinshake, gute 7-Eleven Sandwich und eine Banane. Damit kann man dann den Tag überstehen, hoffe ich. Nach 4 Stunden im Minibus haben wir es jetzt geschafft. Jetzt sind wir hier angekommen im Pier. Keine Ahnung, wo wir jetzt genau sind, aber das werde ich dann wahrscheinlich per Schrift einblenden. Die Fahrt war jetzt ein bisschen schwierig, weil der Bus so vollgestopft war. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir für eine Fähre bekommen. Ob das ein bisschen angenehmer wird. Aber so ein Speedboot ist natürlich auch nicht besonders komfortabel. Das werdet ihr dann aber gleich sehen. Also, wir sind jetzt hier am Pak Bara Pier, müssen das noch einchecken und dann geht es auch schon los mit unserer Speedboat-Tour nach Koh Lipe.
Das hier scheint unser Boot zu sein. Das sieht wahrscheinlich nicht nur schnell aus, das ist wahrscheinlich auch schnell. Wir haben gerade eben noch 220 Baht zahlen sollen als Eintritt für Nationalparkgebühr. Koh Lipe ist anscheinend Teil von einem Nationalpark. Und bisher hat die Reise 1250 Baht gekostet, also plus die 220. Müsste ich mal nachher einblenden, was es in Euro kostet. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange diese Speedboat-Tour dauert, bis wir dort ankommen und ja, wie die Insel dann so sein wird, wenn es ein Nationalpark ist. Also, jetzt haben wir die Erlaubnis bekommen, aufs Boot zu gehen. Ivan, hello. You are excited about the Speedboat-Tour. Yes, I am so excited. We are excited. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie das wird. Einen Zwischenstopp. Anscheinend gibt es zwei kleine Zwischenstopps, bevor man nach Koh Lipe fährt. Das ist im Preis, im Preis inbegriffen. Und man ist 20 Minuten jetzt hier, um ein paar Fotos zu machen, 20 Minuten lang die Insel anzuschauen und dann geht es auch schon weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was man in 20 Minuten sehen kann. Aber das werdet ihr jetzt auch sehen. Die Zeit ist um, das Boot ist wieder da. Jetzt geht es noch mal zur nächsten Insel, bevor wir dann nach Koh Lipe fahren. Die Zeit war kurz, aber für so einen kleinen Strandspaziergang hat es gereicht. So, jetzt wird das Boot wieder bestiegen und dann geht es weiter. The boat is in here, 15 minutes. You can walk into the island to take a photo with the Gate of Love. Over there is a national stone ass. Die Ankunft hat geklappt. Jetzt bin ich hier auf Koh Lipe. Das ist der gleiche Stress wie überall. Jeder sucht sein Gepäck und seine Unterkunft. Ich melde mich dann am besten aus der Unterkunft nochmal.
Und die Nummer 9 ist dann mein Raum. Jetzt auch hier eine kleine Roomtour. Ich habe jetzt ein Zimmer in einem Hostel gebucht für 2 Nächte. Private Room, das heißt, ich habe den Raum für mich alleine. Mit Ventilator, ohne Klimaanlage. Es ist hier viel wärmer wie nördlich, aber mit der Klimaanlage habe ich immer das Problem, dass ich dann Schnupfen kriege. Kleiner Raum, großes Bett. Für einen alleine großes Bett, zu zweit ist es vielleicht sogar eher klein. Ein kleines Badezimmer. Diesmal sogar Kaltwasserdusche. Spiegel, Toilette. Das war's schon. Das Ganze für einen Kostenpunkt von 800 Baht. Das ist natürlich der Inselzuschlag. So ein Raum würde woanders wahrscheinlich 450, 500 Baht kosten. Aber ich bin in einem Nationalpark auf der Insel Koh Lipe und da ist halt alles etwas teurer.